Hallo Menschen, heute möchte ich Die Raben von Thomas Bannerhed rezensieren. Das ist das Debüt des Autors, womit er auch gleich den renommiertesten schwedischen Literaturpreis gewann. Und ich muss aber sagen, es hat ein ganzes Stück gedauert, bis ich mich in die Geschichte einfinden konnte. Wir erfahren hier in Ich-Perspektive das Leben des 12-jährigen Klaas auf einem schwedischen Bauernhof, so ungefähr Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, würde ich sagen. Die Zeit wird nie so genau genannt, aber durch einige historische Ereignisse würde ich es ungefähr in die Zeit einordnen. Sein Vater hätte natürlich ganz gerne, dass Klaas den Bauernhof übernimmt, wobei er sich absolut nicht dazu berufen fühlt. Obwohl er eigentlich auch sehr naturversessen ist, aber eben auf eine ganz andere Art, eher so in die forschende Richtung. Also er ist zum Beispiel ein wandelndes Ornithologie-Lexikon und liegt halt gerne im Gras, hat all gern die Insekten, beobachtet die und drumherum. Das heißt, er beobachtet Landschaft viel lieber, als dass er sie dann im Endeffekt bearbeitet und kann sich halt überhaupt nicht vorstellen, jetzt irgendwie so jeden Tag für den Rest seines Lebens zu ackern, um einfach nur zu überleben. Und von der Prämisse her hat mich das natürlich sehr an Stoner von John Williams erinnert, wobei ich sagen muss, dass es sich dann doch noch etwas anders entwickelt. Was mir sehr gut gefiel, ist, dass sowohl Klaas als auch sein Vater wirklich in tiefer Einsamkeit gefangen sind. Sie können sich der Welt einfach nicht verständlich machen, sie kommen nicht aus sich heraus, obwohl eigentlich um sie herum auch liebende Menschen sind, fühlen sich extrem isoliert. Und stehen halt wirklich so allein in der Welt, kann man sagen. Und beide aber auf eine unterschiedliche Art und Weise. Man kann nicht mehr sagen, dass sie ihre Einsamkeit teilen, sondern ganz im Gegenteil. Sie stehen sich oft entgegen und kommen einfach auch nicht aneinander ran und auch nicht an irgendjemand anderen. Da ist immer irgendwie so eine gewisse Barriere. Der Schreibstil ist gewöhnungsbedürftig. Wir haben hier unglaublich viele Ellipsen. Ständig sind unvollständige Sätze, entweder auf die Art, dass wir kein Subjekt haben und dass das Verb dann immer im Infinitiv steht, sowas hier. Mitten in der Nacht aufwachen und alles ist klatschnass. Aufstehen und sich waschen, die Unterhose und das Laken in seinem Jagdgeist einweichen, die Bettunterlage aus Plastik trockenwischen und neu beziehen, Deodorant im Zimmer versprühen, etwas Trockenes anziehen und sich wieder hinlegen. Oder wir haben gar keine Verben mehr, das sind eher so Impressionen, würde ich sagen. Da möchte ich auch noch mal kurz ein Beispiel vorlesen. Gewitterdämmerung und vorwarnender Sprühregen, die Geräusche von Mutters Stricknadeln, das Wollknäuel im Schoß ihres Kleides und das Muster im Ordner auf dem Küchentisch, die Stricknadeln, die sich in ihren rundlichen Händen wie Trommelstücke bewegten, Masche für Masche, aufnehmen und durchziehen, ein Pullover für Vater, den er während des Winters im Wald tragen konnte, marineblau mit weißen, achtblättrigen Rosen auf der Brust. Also einfach nur so eine Momentaufnahme, wie es gerade ist. Das war nicht so ganz meins. Ich mag das tatsächlich in Prosa-Gedichten oder Lyrik allgemein ganz sehr. In einem Roman hat es mich, naja, nicht direkt gestört, aber es hat ein Stück gedauert, bis ich mich daran gewöhnt hat. Ist wahrscheinlich auch komplett Geschmackssache. Andere finden das vielleicht ganz toll. Ich muss zugeben, dass es unter anderem dadurch wirklich atmosphärisch sehr, sehr dicht wird. Es ist oft bedrückend, es wirkt auch alles sehr trostlos. Wir haben halt immer so diese Momentaufnahmen von ihm und das Ganze wird dann auch noch recht gut mit den psychischen Problemen des Vaters in Verbindung gebracht, die sich so allmählich auftun. Und auch Klaas hat einige Probleme, die er vielleicht nicht ganz in Worte fassen kann und wo auch ich mir am Ende nicht hundertprozentig sicher bin, um was es sich dann nun genau handelt. Aber er sieht dann zum Beispiel auch an seiner Zimmerdecke immer so ein Auge, was ihm manchmal auch wie Befehle erteilt. Also er hat dann gewisse Zwangshandlungen, genauso wie der Vater auf eine andere Art und Weise. Der führt dann so plötzlich in unseren Augen sinnlose Handlungen durch. Und das war eigentlich eine ganz interessante, intensive Entwicklung, sodass wir das Gefühl haben, es wird alles immer ein bisschen unangenehmer. Und dazu auch nochmal ein Zitat. An einem bodenlosen Loch im Wald hocken und die Blasen zählen, die von allem aufsteigen, was seit Anbeginn der Zeit vermodert ist. Auf die Atemzüge der Moorfrau in der Tiefe der Tiefen horchen. Ich spitze die Ohren. Ein Rabe irgendwo? Dieses raue Rülpsen, das nur von ihm kommen kann. Odins pechschwarzer Denker. Der unangekündigte Todesbote. Corvus Corax Corax. Und er kam und rauschte direkt über mich hinweg, wobei sein Schnabel zu unserem Morde heimzeigte. Krr, krr, rief er und flog mit raumgreifenden Flügelschlägen davon. Wie ein Gruß. Das heißt, an den Schreibstil konnte ich mich am Ende schon irgendwie gewöhnen. Ich hatte aber immer noch ein Problem damit, dass mir die Personen alle auch bis zum Ende nicht
nahe kamen, was vor allem daran liegt, dass die meiner Meinung nach sehr unnatürlich handeln und vor allem reden. Das wirkt alles sehr gekünstelt. Manchmal hatte ich das Gefühl, er will einfach nur gerade irgendwie ein Thema ansprechen, aber das passt gerade nicht zur Situation. Ich gebe euch auch hierfür ein Beispiel. Es ist gerade der Abendbrottisch und vorher wurde darüber geredet, was so die nächsten Tage noch gemacht werden muss, weil die Mutter gefragt hat, können wir uns nicht mal kurz frei nehmen? Und dann sagt der Vater, nein, das und das und das muss noch getan werden. Und dann sagt Klaas aus dem Nichts, vollkommen ohne Zusammenhang, wisst ihr, warum die Espen bei jeder kleinsten Gelegenheit zittern, hörte ich mich sagen. Und die anderen sind auch ganz verwirrt, hä, welche Espen denn? Und er antwortet, weil aus ihnen Streichhölzer werden sollen. Sie fürchten sich vor dem Feuer, antwortete ich an ihrer Stelle. Und weil Jesus an einem Espenkreuz hing, sie haben Angst vor dem Tod, genau wie ich. Das kommt mir nicht richtig vor für einen Zwölfjährigen. Selbst für einen sehr einsamen, zurückgezogenen Zwölfjährigen, der würde mit sowas doch nicht einfach am Abendbrottisch herausplatzen, ohne irgendeinen Zusammenhang. Und das haben wir ganz, ganz oft in diesem Buch. Und so kam es halt, dass ich dann auch am Ende der Geschichte immer noch da saß und mich fragte, wer waren denn diese Menschen jetzt eigentlich? Wie sind die denn in ihrem Alltag? Und das spielt auch ein bisschen hinein, dass zum Beispiel über die psychische Störung, die ich ja erwähnt habe, überhaupt nicht geredet wird, die wird auch nie direkt benannt. Deswegen sage ich, man kann es nicht so richtig einschätzen. Und ich habe aber auch das Gefühl, dass die Personen sich überhaupt nicht damit auseinandersetzen. Also da kommt einfach nie ein Gespräch zugange. Die nehmen so gewisse Seltsamkeiten einfach hin. Und das, ja, kam mir einfach alles etwas unnatürlich vor. Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht sogar Absicht war, dass es einfach gerade um diese Entfremdung zwischen und von allen ging. Es gibt zum Beispiel Momente, in denen wechselt die Ich-Perspektive ganz kurz zu einem Mann. Also da steht dann zum Beispiel nicht dort, ich wollte gerne Vater fragen, wie es ihm gerade geht, sondern da steht dann dort, wie es ihm gerade geht, hätte man fragen können und so. Das war also schon interessant, wie er das macht, wie er das formuliert, wie die Menschen einfach nicht zueinander finden. Ich muss aber einfach sagen, es hätte einen größeren Eindruck auf mich gemacht, wenn mir die Personen etwas näher gekommen wären. Ist vermutlich eine Entscheidung des Autors, ist auch ganz eine subjektive Einschätzung jetzt, ne? Das kann ich jetzt nicht kritisieren, wie er es geschrieben hat, wenn das halt so sein Ziel war, aber ich hätte gerne etwas plastischere Personen gehabt, die mir realer vorkommen. Ja, das heißt, eine Empfehlung vielleicht so mit kleinen Einschränkungen. Das müsst ihr das selber entscheiden, ob ihr wirklich irgendwie so natürliche Personen wollt oder gerne es sogar mögt, wenn man so ein bisschen distanziert von den Charakteren bleibt. Ich fand es letztlich schon allein durch diese dichte Atmosphäre trotzdem ganz gut. Es ist noch nicht meine absolute Empfehlung, irgendwie die Lieblingsbücher 2016, die ich dann jedem nahelegen möchte. Aber es war zwischendurch mal wieder ein schöner, bedrückender Roman. Falls den schon jemand gelesen hat, der ist, glaube ich, auch erst so 1, 2 Jahre alt maximal, kann er mir gerne schreiben, wie er es auch fand. Ansonsten alle Kommentare gerne auch in die Kommentare. Ich danke euch fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal.